Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Subnautica. Da geht mir sogar glatt die Stimme weg hier. So, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt soweit alles gemacht, was wir machen wollten. Wir haben jetzt nochmal Revue passiert. Ja, ich habe jetzt alle Sachen jetzt schon soweit hergestellt. Also Polyinterlen und, Synthetischfaser hatten wir sogar noch. Und jetzt werden wir noch mal einmal einen pikanten Obstsalat machen. Fruit salad does not traditionally involve leaves, but at least it is nutritious and warming. Okay. Und der hat keine Haltbarkeit. 85 Nahrung, 30 war. Wisst ihr was? Machen wir anders. So, falls es dann auch noch zum Kampf kommt, dafür bräuchten wir noch einmal synthetische Fasern. Aber das müssten wir alles noch da haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie war denn nochmal das Rezept für synthetische Fasern? Das war Rubin und Wickelpilz. Wir haben ja hier alles, also es ist ja kein Problem. So, ein Wickelpilz haben wir. Supergarten. Dann war das noch. Rubin, da. Ist auch voll. Und nochmal ein bisschen Titan. War das jetzt noch mit Titan? Ja. So, aber eine synthetische Faser müssen wir ja neu machen, sonst haben wir gleich keine mehr. So. Dann lassen wir nochmal den verstärkten Taucheranzug jetzt Revue parieren. Und dann holen wir uns gleich nochmal. Oh, sogar mit Handschuhen gibt es den. Okay. Oder die immer so groß sein müssen. Na gut, dann verstärkt der Taucheranzug statt destilliert. Wasserfilter. Ja, legen wir jetzt mal hier mit ab. Und dann gucken wir mal, dass wir uns nochmal ein bisschen Salat machen. Das ist ja kein Problem. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das sind sehr, sehr viele. Da können wir hier schon fast alle Feuerschoten mit absammeln. Und dann haben wir eigentlich guten. Ach ja, ich habe hier immer noch das Problem mit dem Müllbehälter. Es sieht zwar gut aus, aber. So, dann machen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen pikanten Obstsalat. Der ist ja wirklich OP. So, mal, er gammelt nicht. Frag mich aber, wo das Plastik herkommt. Es wird ja in so einer Art Plastikschale gebaut. Also wo er auch die Komponenten hernimmt. So, Feuerschoten haben wir hier unten auch nochmal. Können wir nochmal ein paar Feuerschoten mitnehmen. Weil dann, ja, brauchen wir unsere eigene Pipi nicht trinken. Dann können wir auch Salat essen, bis wir satt und durstig sind. Wasser haben wir auch noch genug. Also, naja, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. So, der Rest wird aufgegessen. Wir haben alles. Wir sind jetzt sogar gepanzert unterwegs. Ne? Sogar bei extremen Temperaturen haben wir jetzt Schutz. Wie gesagt, sonst haben wir hier wirklich nichts mehr, was wir jetzt noch verbessern können oder ähnliches. Ja, gut, dann nicht mehr lange rumgequatscht. Loslaufen. Ich habe jetzt auch mal unseren Truck ein wenig gekürzt. Da hinten hängt das andere Stück. Und ich nehme jetzt nur mit, das Seebahnabteil hier. Zusatzenergie. Und, na, wir hätten eigentlich noch eine Signalboje. Brauche ich, hoffe ich mal, jetzt nicht. Wir haben ja zur Not noch Chromi mit dabei. Und dann düsen wir jetzt einfach mal los. Ich hoffe, das reicht, wenn wir jetzt hier fix durchdüsen. Ohne, dass wir jetzt viel Schaden nehmen. Weil wir müssen ja jetzt eigentlich nur unten ganz fix runter. Fahre ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ich hoffe mal. Ja, doch, doch, doch. Hier müsste bald unser Scannerraum kommen. Hoffe ich mal. Nee, hier hinten irgendwo.
Das ist ja schon ein Stückchen weit weg, ne? Aber hier fängt erst das grüne Gebiet an. Oder bin ich jetzt schon über das Ziel hinausgeschossen? Ich glaube, ich bin ein wenig zu früh los. Jetzt habe ich der Geschwindigkeit ein wenig zu viel zugetraut. So, hier unten geht's schon rein. Nee, da nicht. Wir müssen hier lang. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt auch finden werde. Na. Bin ich auf einmal dicker geworden? Ich habe doch eigentlich abgespeckt. So, wir müssen jetzt nur erstmal wieder in die Kristallhöhlen runterfinden. Bloß, ich habe mich jetzt hier noch verirrt. Das wäre... Nee, das ist... komplett verkehrt. Bevor ich mich jetzt hier verirre. Das wäre dann Scannerraum B. Da haben wir ihn. Ja, bin ja ein bisschen falsch abgekommen vom Weg. Aber nur ein klein bisschen. So, ihr macht mir keine Angst. Ich schock euch sonst gleich weg. Ah, jetzt ergibt das Ganze auch einen Sinn. So, weil hier müssen wir in den Krater rein. Damit ich es auch gleich finde. Noch müssen wir mal gucken. War er denn hier? Nee, hier lang? Oh, wo war das? Na. Jetzt hänge ich hier trotzdem überall fest. Das ist ja Wahnsinn. Nee, aber hier hinten war das doch gar nicht. Hier kamen wir doch da gar nicht hin. Jetzt bin ich ja schon wieder völlig woanders lang gedüst. Okay, kehrt Marsch. Bin ich jetzt so doof, den Posten da zu finden? Jetzt haben wir ihn dann eigentlich immer ohne irgendwelche Probleme gefunden und jetzt habe ich hier gerade Probleme, da zu finden. Ja. Will ich mich auch beschweren. Jetzt hänge ich hier an jeder Pflanze hier fest. Ist ja eklig. So, jetzt düse ich nochmal raus. Jetzt habe ich mich jetzt schon wieder verdüppelt. So, hier rein. Und dann war das bei den Blättchen, glaube ich, ne? Ja, hier war das. Bei diesen Blättchen. Und dann müssen wir hier weiter runter. Hoffe ich mal. Ich suche jetzt ich suche meine Wegmarkierungsmarker hier. Jetzt haben wir den richtigen Weg. Ja, verirren kann man sich ja auch nochmal. So, dann können wir jetzt hier auch gleich weiter düsen. Und dann war das hier runter. Hoffe ich mal. Jetzt habe ich mich aber schon so angedütscht, dass ich mich vorher nochmal reparieren muss. Na. So, hier eine schöne Reparatur. Sicher ist sicher. Sagen wir mal dazu. Und dann düsen wir jetzt hier ins Kristallgebiet. Ja, das kommt ja dem Ganzen schon näher. So, und jetzt müssen wir von hier aus noch gucken, dass wir tiefer kommen und dann zu den roten Kristallen runter. Das war aber auch schon ein ganz schöner Weg von hier aus. Schrei mich nicht an. Ich hab da nichts getan. Ah, es ist schon weit, weit, weit weg. Vergiss es. So, komme ich hier durch? Ich hoffe.
Ab hier wird es jetzt ein bisschen eng. Aber klappt. So, noch tiefer. Und jetzt können wir eigentlich quasi fast drauf zufahren, oder? Ja, stimmt. Hier war das Loch. Das heißt, wir müssen dann ungefähr so in die Richtung durch. Und dann hoffen wir mal, dass Alan jetzt seinen Körper kriegt. Ah, nee, das war noch weiter hier durch, ne? Ging ja hier dann noch eine ganze Weile so. Bis zu den Roten, ja, genau. So, 500 Meter, jetzt sind wir doch schon fast da. Ich meine, gut, dass ich es markiert habe, weil ich glaube, das hätte ich ein zweites Mal nicht so schnell gefunden. Weil hier sieht das echt alles für mich gleich aus. Keine richtigen Orientierungspunkte. Eins ist so, Orientierungspunkt ist tiefer. Und das war's. So, da ist der Große, da schwimmt er ja gerne rum. Ah, gönn dir. Nicht mich, aber gönn dir alles andere. So, hier mal kurz durchwüsteln. Und da haben wir es schon. So, alle Komponenten und so weiter haben wir da. So, mit dem Krebs brauchen wir eigentlich nicht los. Der kann da ja auch nicht durch. You said this was the spot where I can make you a body, right? Yes. Okay, dann wollen wir mal den Körper bauen. Once you have used the fabricator to build each component, we can assemble them. And then we can transfer you out of my head? I am anticipating it as much as you are. Okay. So, dann machen wir mal das erste. So, Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist, like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me. If that is your interpretation. So, how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr weird aus. Das ist jetzt das Skelett. Jetzt bauen wir hier die Haut. So you came here to search for a cure? I led the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Okay. Das ist also die Haut. This is the last piece. Soon I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacterium? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. We have all the necessary components. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. Okay, aber vorher werde ich noch mal mir einen schönen Salat gönnen. Commence installation in fabrication. The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yes. Oh. I do not wish to speak about it. We can come back to this.
Okay. What are you doing? Research. Tit for tat. You've probed my mind. I scan your body. Erbauerkörper. Okay. Der vollständige physikalische Erbauerbehälter ist ein Hybrid aus Biotechnologie, Kybernetik, der Gestaltungselementen aus der 20 DNA-Quellen enthält. Haut. Die äußere Gewebeschicht hat die Konsistenz von Leder. Das Gewebe ist von Kanälen sichtbar, leuchtender Energie durchzogen, die vom biotechnologischen Herzen des Fremden versorgt werden. Roboterarme. Alan hat 6 Gelenkarme, die durch Magnetschwebetechnik um seinen Körper herum aufgehängt sind. Die Arme enthalten unabhängig Hochgeschwindigkeitscomputersysteme und können Aufgaben unabhängig voneinander ausführen. Gliedmaßen. Die organischen Arme gelten im Vergleich zu den organischen Roboterarmen als sekundär. Sie werden für alltägliche Aufgaben verwendet, die wenig Feinmotorik erfordern. Die Unterarme sind mit Bioverbundstoffen überzogen. Diese Beschichtung könnte als Art Panzerung dienen. Sie scheint wie ein Kondensator zu Laternen Energiesammlung zu speichern. Mobilität. Die huftragenden Beine erinnern an verschiedene Arten von Bergziegen. Die Hufe sind mit mikroskopisch kleinen Haken bedeckt, die bei der Erkundung von rauen und unebenen Gelände hilfreich sind. Die Vorder- und Hinterbeine sind seltsam nahe beieinander. Was erklärt, warum das Gehen für diese Erbauerform eine Sekundärbewegungsart sein könnte? Teleportation. Dieser Erbauerkörper kann sich über kurze Entfernung teleportieren oder springen. Die Technik ist wahrscheinlich eine abgespeckte Version der Teleportationstore, aber das Verfahren ist nicht vollständig erforscht. Wahrscheinlich ist der Körper des Erbauers in der Lage, die für diese Funktion erforderliche enorme Menge Energie bereitzustellen. Übereinstimmende DNA-Fragmente scheinen aus folgenden Quellen zu stammen. Chromschweine von Katval Prime, angriffslustige Tiere, die für ihre extreme zähe Haut bekannt sind, die sie vor der Ausrottung bewahrt. Wachschlangen von Asprostica. Diese Schlangen haben eine extrem dehnbare Haut. Sie verhindert das Zerreißen und ermöglicht das Zusammenziehen in engen Bereichen. Elektrodenale von Liton. Erzeugen einen elektronisch geladenen Schleim über die gesamte Körperlänge. Astrolochen von den Monden von Maradon 14. Diese Rochen haben keine Organe, die Elektrizität erzeugen oder speichern. Zottelziegen von Olympion. Diese Pflanzenfresser leben auf den vielseitigen Vorgebirgen des Bergplaneten Olympion und sind ausgezeichnete Kletterer. Riesengeckos von Hox Astrioiden. Gewaltige Geckos, die mit ihren Fußballen eine elektrische Ladung abgeben. Dies erzeugt eine Spannung auf der Oberfläche, über die der Gecko klettert. Es sind Kennzeichen von mindestens ein Dutzend weiteren Lebewesen vorhanden, die zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vollständig identifiziert werden konnten. Geiler Körper, Alan. Gut, dann wollen wir mal übertragen. Hoffentlich tut's nicht weh. Commencing data transfer. Did it work? Are we... It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Whoa. Hey.
There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I told you I must return home to assess, repair, make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh, no. We noticed that a species of Leviathan young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But? It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out, infecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. But I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Signal location uploaded to PDA. Out of mind. Okay. Phasentoreinrichtung der Erbauer. Please, I will join you in the gate base when everything is ready. But for now, I have much to prepare. Okay, du hast noch viel vorzubereiten. Na gut, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Aber gut, dann gehen wir halt ohne Ellen dorthin. Ja, mach ich erstmal hier, würde ich sagen, Körperbau aus. Mann, gut, dass wir sowieso alles bei haben. Hier haben wir auch genug Energie noch. Dann schwimmen wir jetzt hier erstmal raus und dann müssen wir mal gucken, dass wir dort hinten irgendwie hinkommen. Ey, hier sind ja mal Gaudi 2 von den Dingern, ne? Das ist nur die Frage, wo muss ich da jetzt genau hin? Ich glaube erstmal raus hier, ne? Ich glaube, das wäre erstmal ein Ding hier. Schieb mich doch nicht weg, Mensch. Ich bin doch nur nicht zu essen. So, einmal jetzt hier rausgeflitzt. Ich glaube, von hier aus kommen wir da nicht hin, oder? Nee, das ist viel zu weit. Das müsste weiter oben sein. Definitiv weiter oben. Das könnte sogar schon fast an der Oberfläche sein. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Das heißt, wir düsen da jetzt nochmal hin. Wird jetzt hier zwar wieder ein ewiger Weg sein. Aber wir müssen ja jetzt nichts weiter mitnehmen. Wie gesagt, zur Not, wir haben Koma mit dabei. Ich habe mir schon gedacht, dass er nicht so leicht sein wird. Körper fertig und dann ist fertig. Und ich muss ja hier irgendwo wieder nach oben. Mal das erstmal wieder finden, das Loch. Wo war denn das? Das war hier irgendwo. Das weiß ich. Irgendwo ging es hier wieder nach oben. Nee. Hier ist es nicht. Aber hier ging es, glaube ich, wieder hoch. Spätestens, wenn ich wieder im Roten bin, dann weiß ich ja Bescheid. Dann bin ich nämlich falsch gedüst. Nee. Ja, hier nochmal schnell durch. Ja, hier müsste das sein, glaube ich. Ist halt auch eine große Höhle. So. Mal Stoff geben. Und gut, dass wir nicht so viele Abteile bei haben. War das jetzt hier lang? Ich hoffe mal.
Sieht hier alles so ein bisschen anders aus, als wir hingefahren sind. Nee, das war's hier nicht. Das muss noch weiter hochgehen. Das war aber auch nicht so weit weg. Jetzt hat mich der Fisch erschrocken. Ah, hier oben war das. Hier haben wir den Ausgang. Oder einer der Ausgänge. Na, da brüllt er ja schon rum. Hallöchen, na? Heute schon gefrühstückt? Ich hoffe. Na, ist ja schon fast Mittagszeit, also passt das. Ja, aber snacken möchte heute keinen. Was sind denn jetzt hier die... Ich glaube, ich gehe hier sogar woanders raus, oder? Kann das sein? Wo fahren wir denn hier raus? Ach nein, über die... Stimmt! Oh! Der geht gleich hoch. Hier, wo wir auch die Wickelpilze und so weiter her hatten. Ja, stimmt. Da sind wir nie wirklich runtergesprungen. Ja gut, kommen wir halt völlig woanders raus, wo wir eigentlich noch nicht rausgekommen sind. Aber wir schaffen es. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist weit hinter sogar noch unserer Base. Na gut, düsen wir hin. Ist kein Problem. Kollege, ich will mich nicht umdrehen. Deswegen gebe ich einfach Gas. Ist auch in Ordnung, ne? Stimmt, das ist das Portal, was wir gesehen hatten. Bei Station Zero? War das Zero? Ich glaube, Zero war das. Das könnte das sein, was er uns jetzt anzeigt. Aber, nee. Das müsste, oder? Ich habe keine Ahnung. Könnte sein, könnte nicht sein. Ich düse jetzt einfach weiterhin drauf zu. Irgendwann müssen wir ja den Phasengenerator erreichen. Und wie gesagt, Krebs haben wir auch mit bei. Falls wir eine Landaktion machen müssen, haben wir Wärme und alles da. Ja, ich glaube, das war hier unten, ne? Oder? Oder nicht? Ja, doch, 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 doch. Hier war das. So, dann steigen wir mal kurz um. Ist doch alles kein Problem, auch wenn wir keinen Kälteschutz jetzt haben. Dann wird hier einmal kurz umgestiegen. Und jetzt haben wir trotzdem Kälteschutz. Ausgetrickst. So. Wer braucht schon Kälteschutz, wenn man den Krebs hat? So, falls jetzt so ein böses Erwachen oder so kommt. Was ich mal nicht hoffe. So, und hier will er sich dann auch mit uns treffen. Komm ich da jetzt einfach so durch? Natürlich so nicht. Are you preparing to leave, Alan? Yes. There is much to do. Okay. Sieht auf eine Art sehr gefährlich aus. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where Architects come from. Besides,
I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry, if they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. Okay, wir sollen ihn treffen, wenn wir bereit sind. Jetzt werde ich aber noch mal kurz speichern, um einen neuen Spielständer zu setzen. Ich finde die Dinger voll cool. Oh, alle. So, wo sind wir jetzt? Robin, you're just in time. The phase gate is opening. You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Yeah. Das Ding riesig. Will you help me prepare the ship? The energy masks must be moved into place. Well, this is different. Okay. Hier so komisch. So, warte. Sollen wir jetzt hier aufräumen mit den Armen, oder wie? Ja, nice. Oh no. Wow. Ich kann aber nicht so fliegen wie sie jetzt eben gerade. Nur so ganz leicht hüpfen. Okay. Return to me, and I will initiate ship assembly. Thank you. The masts are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. Join me, Robin. Okay. I apologize. The levitator was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yes. I found the answers I was looking for. I'm ready to move on. I can't bring Sam back. But I know she died fighting, and I got to finish her work. I'll always carry her memory. Good. Please brace yourself, and then we will depart. Wo soll ich mich denn... Okay. Oh. Launching in 3, 2, 1.
What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. And if they survived? With you, I am ready to face whatever awaits. Ja, damit haben wir jetzt Subnautica Below Zero abgeschlossen. Ich werde jetzt mal kurz die Credits verlassen. Auf jeden Fall sehr, sehr schönes Spiel. Gut, dass ich mal vorher noch gespeichert habe. Ja, wir haben an und für sich alles soweit gemacht. Mal gucken, ob ich das vielleicht nochmal mit meiner Spinnerei, die ich vor ein paar Folgen noch gesagt habe, nochmal vielleicht umsetzen werde. Da werde ich dann halt aber nur machen, wenn ich das auch offscreen ein bisschen hingekriegt habe. Ansonsten, ja, sehr, sehr schönes Spiel. Hat vor allen Dingen wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe ja solche Unterwassertitel. Und ja, ich danke mich fürs Zusehen. Schaltet wieder ein und wir sehen uns dann in einem neuen Projekt hoffentlich schon wieder. Also, bis denn.